Eine königliche Inszenierung ist heuer auf der Seebühne Mörbisch zu erwarten. Mit The King and I wird Mörbisch zur Musical-Spielstätte. Neben der großen Tradition steht das diesjährige 65. Bestandsjubiläum auch im Zeichen einer Neuerung der künstlerischen Ausrichtung, denn Generalintendant Alfons Haider läutet mit Der König und ich den Wechsel hin zum Musical ein. Die Operette wird hinkünftig auf Schloss Tabor im Südburgenland der Schwerpunkt sein. Kultur ist ungebrochenes Antlitz der Gesellschaft. Kultur ist ein Lebenselixier und zeichnet in weiterer Folge das Gesellschaftsbild auch aus. Mörbisch ist unser landeseigenes Flaggschiff, wenn ich das so bezeichnen darf, für das Kulturjahr. Im Burgenland natürlich gibt es daneben noch Margareten, ist auch ganz ein wesentlicher Faktor. Aber Mörbisch ist irgendwo mit der größten Seefreibühne höchstwahrscheinlich Europas, mit einem Fassungsvermögen von 6000 Zuschauern, ein starkes kulturpolitisches Signal. Die Mörbisch-Produktion wird weltweit die bisher größte Bühnenaufführung von The King and I sein. Auf 3600 Quadratmeter Bühnenfläche wird der Königshof von Siam entstehen. Rund 100 Mitwirkende auf und 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinter der Bühne werden die schönste asiatische Liebesgeschichte auf die Seebühne bringen. Wie in Mörbisch üblich, wird es ein klassisch authentisches Bühnenbild geben, das wunderbar auf die große Bühne passt und für eine exotische Atmosphäre in Mörbisch sorgen wird. Ein siamesischer Tempel, der sich zu einem 30 Meter hohen Turm auswächst, und Stelzenhäuser, die den armen Vierteln im heutigen Bangkok nachempfunden sind, werden heuer auf der Bühne in Mörbisch die Eyecatcher sein. Die Effekte, das Licht ist jetzt nicht wichtig und natürlich geht es halt einfach ordentlich ab. Und wir wollen ja ständig verzaubern und wir haben gut 23 Szenenbilder gefunden. Warum ist das gut? Weil wir dann auf der Bühne feststellen, dass es vielleicht doch nochmal anders zu ändern ist, dass die Position zu ändern ist einfach. Weil es sind 6000 Perspektiven, die wir da im Zuschauerraum haben und die wollen wir auch alle befriedigen. In der Rolle des König Mongkut wird Kok Wa Lee zu sehen sein. Lee, ein aus Amsterdam stammender Schauspieler, hat in den letzten 15 Jahren die großen Musicalrollen der Jetztzeit an renommierten Londoner und Amsterdamer Theater gespielt. Alfons Haider hat rund 500 Mal selbst den King gespielt. Und jetzt hat es das Schicksal gewollt, dass mich Mörbisch eingeholt hat. Ich habe dort als 17-Jähriger begonnen als Statist. Mein erster Satz auf dieser Bühne war, sie kommen, sie kommen, sie kommen. Irgendwie habe ich da Stessen hinter mich die Pferde niedergetan, bei dem Zigeuner warum. Und der Alsen, damaliger Intendant, sagt, sie sind intelligent, sie bringen einen Satz ohne Fehler heraus. Vielleicht dürfen sie nächstes Jahr zwei Sätze sprechen. Da bin ich aufgestanden in meiner Bescheidenheit und gesagt, bitte Herr Professor, nicht besser, wenn ich wiederkomme, möchte ich in der ersten Reihe stehen. Ich meine, jeder auf der Welt hat The King and I mindestens einmal gesehen, besonders in Amerika und England. Es ist eine große Ehre, eine Rolle spielen zu können, die für einen Ostasiaten geschrieben ist. Und es ist eine große Ehre, ihn auf diese Weise zu vertreten. Premiere ist am 14. Juli. Der Kartenvorverkauf läuft bereits, genauso wie für Schloss Tabor, wo heuer ab 4. August die Operette Sissi gezeigt wird.